So. Ich muss mal echt mal die... Ups, wurde ich da etwa gesehen? Hier gibt's. Lol. Besiege die Mongolen bei den Stellen. Achso, ja. So, ich muss L2 halten, um anzuvisieren. Yo. Würde zwar nichts sagen, ja, die Alte hat die ganze Arbeit gemacht, aber... Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ich hätte gerne einen weißen Schimmel. Oder was wollen wir nehmen? Den grauen? Den oder den hier? Ist auch nicht schlecht. Ich würde eher das... Das weiße Pferd wird dich wie deine gesamte... Käse begleiten. Ja, ich würde gerne wissen, was das bedeutet. Nimm den Schimmel. Ja. Da bin ich auf deiner Seite, Junalein. Machen wir das. Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Ja, wie nennen wir den denn? Nobu hört sich gar nicht schlecht an. Sora Himmel ist auch nicht schlecht. Passt so auf jeden Fall zum, zum Weißen. Karge Schatten ist ein zu starker Kontrast. Also entweder Nobu oder Sora. Obwohl ich sagen würde, Sora. Machen wir daraus, wo Sora ja auch ein männlicher Name ist in Japan, ne? Nimm es Sora, oder? Ja, doch, doch. Sora ist gut. Sora, Licht des Himmels. Das ist super. Das hört sich gut an. Wie eine Wolke am Himmel gleitet sie dahin. Wenn das jetzt ein Hengst wäre oder so ein... oder so ein 2-Meter-Lümmel hängen würde. Ja, dann hätte ich Fragen an das Spiel gehabt. Ich habe gestern Abend noch Hyrule Warriors angespielt. Dein Onkel ist da drin gefangen. Nettes Hack and Slay. Die anderen Switch-Spiele habe ich nicht angespielt. Juna, was hältst du denn von dem Spiel? Justin heult. Und sagt einfach nur nein. Bibi und Tina. Das große Hexenrennen. 3. Und dann habe ich mir noch Balan Wonderworld geholt. Balan Wonderworld. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Kotun Kahn verbrannte unsere besten Schwertkämpfer. Demütigte meinen Onkel. Schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, die deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Kenn ich nicht. Das zweite, das erste nur ein wenig. Okay. So, Herausforderungskämpfe. Näherst du dich feindlichem Gebiet, kannst du Gegnern zu einem Kampf herausfordern. Halte Dreieck gedrückt. Wenn sich dein Gegner nähert, lasse Dreieck los, sobald er angreift, um ihn eine einzige... Ja. Okay. Ich komme wegen Fürst Shimura. Yumhige Samurai! Fuck. Ja, ich habe den verloren, das ist mir schon klar. Los, Tutorial, lass mich's nochmal probieren. Hoffentlich gibt es jemanden, der so geil findet, wenn der die Tode mitzählt. Ich komme wegen Fürst Shimura. Wie lange muss ich das denn überhaupt festhalten? Gibt es da in irgendeiner Weise eine... So nach dem Motto, bei der Bewegung lass los. Aber nein... Nein! Ich komme wegen Fürst Shimura. Diesen Satz werden wir so oft hören.
Um hier geht's, Samurai! Okay. Sobald er angreift. Ich weiß nicht. Gut gemacht. Sag das nicht so überrascht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, sie am Strand abgefeuert. Ich wollte doch. Ach so, ja. Okay. Next one. Lass mir bloß die Juna in Ruhe, du Lappen. Gibt nicht mehr so viele Mädels hier. Man muss ja an jeden Strohhalm klammern. Entschuldigung. Das ist immer noch so ein bisschen interessant. Ich wollte doch nur den Kamerafokus beibehalten. Geht das nicht? Kann ich mir hier irgendwas nehmen? Du sollst... Noch. Wo sie geht denn irgendwo? Muss ich das irgendwie... Sekunde. So. Bam. Standard. Zielen. L2 gedrückt halten. Wischen. Leichter Wind. Leitender Wind plus Gesten. Fokussiertes Hören. Also dieses komische Digipad in der Mitte. Okay. L2 soll Zielen gedrückt halten. Fernkampf. Waffe. Oder Munition auswählen. Kann ich das überhaupt schon? Das ist wieder so eine Fähigkeit, die kannst du, aber nur dann, wenn das Spiel sagt ja. Los, weiter! Ihr könnt nicht zurück! Schießen die da gerade Feuerpfeiler ab? Ihr Lüppel! Wer sich gerade selbst angeschossen? Ich will zwar jetzt nichts hinterfragen, aber... Ich kann ja auf sich gut... Es macht die Juna gut. Wir können gut. Nicht weiter. Wir können immer ich weiter. Muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. So, versteck dich hinter deinem Schild. Das finde ich bei Dark Souls und bei Elden Ring so krank. Wenn irgendwelche Gegner meinen, halt mit Speer durchs Schild stechen zu müssen. Das ist auch wieder so ein Ding. Glockenspam. Dieses Anfokussieren gefällt mir nicht. So. Selbst muss ich mal gucken, ob sowas... Ich meine, ich glaube, das ist Open World. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich auch in mein Verderben laufen kann. Hier ist ein Schrein. Der hat mir jetzt nichts gebracht. Da ich das Spiel mehr oder weniger blind spiele, ich sage euch, ab welchem Zeitpunkt ich das blind spiele, wir haben das ja angespielt, werde ich das auch so behandeln wie ein Spiel, wie ich jedes Spiel behandle. Sprich, ich werde da nicht irgendwie gezielt Pfeil ausweichen. Ja, ist mir schon klar. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich will auch, ich würde ja jetzt sagen, dass er mit seinem Pfeil und Bogen ziemlich feige ist, aber erstens macht das unsere Juna auch und die ist super
Auf der anderen Seite mag ich das selbst. Warte mal, wenn ich feine Bogen habe, dann hört und sieht mich niemand mehr. Das bedeutet, seine Samurai-Ehre, die werde ich komplett über den Haufen werfen. Kenne ich nicht. Also, ja, okay. Kann jemand herausfordern? Oh ja. Jawollinge! Wenigstens gibt es bei denen ein Ritual, die halten sich dran, nicht einfach alle wie bei... bei Dark Souls oder bei anderen Elden From Software Spielen einfach, boah, wir sind jetzt 5 Gegner, wir haben jetzt einfach alle zeitgleich drauf. Kotun-Kan! Ja. Ciao, Chef. Auf die Schnauze. Also mit so viel Metall müsste der eigentlich von seiner eigenen Rüstung zerdrückt werden. Der Neffe. Fürst Shimuras! Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen. Und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen gegen den kämpfen. Ich weiß nur nicht, ob das... Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Ob das gescriptet, ob das ein gescriptetes Verlieren ist. Beim letzten Mal habe ich verkackt. Weil ich aber scheiße bin. Alles okay. Ja, komm her, du Lümmel! Fuck! Hab ich verschissen? Genug. Ergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eurer Heimat Frieden bringen kann. So wie du aussiehst, müsst du nur Speck essen. Ein bisschen wohlgenährter. Mit euer Leben. Hätte es weiter runterziehen müssen. Wenn er nicht schon kastriert ist. Kann man den Kampf eigentlich gewinnen? Das wäre mal interessant. Würde mich mal wirklich interessieren. Versagt. Erneut. Vater. Jin. Hilfe. Möge euer Tod allen anderen dienen. So gern ich diese Geschichten und dieses Ambiente mag, wirklich vom Herzen. Diese komischen Dämonenmasken finde ich gruselig. Und ein bisschen komisch. Ich habe den Dresser noch gar nicht gesehen, weiß gar nicht, wo der ist. Der lässt Jura sich doch Ghost of Tsushima bestimmt nicht. Es ist Zeit. Ich komme, Yoriko.
So. Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yoriko. Also optisch und ambientemäßig macht das Spiel schon echt was her. Ist der Adachi-Clan für euch da? Danke. Das ist super. Mhm. Wir haben heulen. Wahrscheinlich eine. Mein Vater, die vielleicht auch mal heimlich besucht. Eurem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Mhm. Frauen sind alle ein bisschen hier am Heulen. Ist okay. Gut, man weiß ja nicht, was für ein Lüstling das gewesen ist. Hallo, Onkel. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Das ist schön. Ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben ein Samurai-Schwert in der Hand gehalten, aber nur so ein Plagiat. Es war kein teures. Morgen kommt ihr zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Da bin ich mal gespannt, was er mit uns vorhat. Achso, ja, jetzt sind wir toll. Sind am Strand gespült worden. Ich hoffe, der Yuna geht's noch gut. Vater. Wie rette ich ihn? Also das mit dem wegweisenden Wind hier in dem Spiel ist ja schon ganz lustig. Und finde ich eine coole Idee. Aber macht es auch so ein bisschen unrealistisch. Auf der anderen Seite ohne geht's halt nicht. Folge dem Wind. Okay. Also schon schöne Landschaften, muss man einfach sagen. Das hat was. Das hat echt was. Hallo Hirsch. Wollt euch nicht erschrecken. Nicht von mir nicht stören. Kann ich auch rennen? Ja, kann nicht. Das ist doch irgendwas Rotes. Das sticht so heraus. Los! Yoda? Oh, sie hat auf mich gewartet.
Tapferes Mädchen. Jin, was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat. Töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen. Schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele! Deckung, ins Gras! Es war nicht viel Zeit. Verstecke dich mit Yuna im Pampagras. Das hört sich... Ich würde sagen, fast eindeutig, zweideutig an. Die suchen sich ja nach dir. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Oh. Sora antwortet mir. Das ist okay. Nehme ich mit. Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Ja, rette Fürst Shimura. Machen wir doch. Ich reite mit einem Schimmel und zwei fetten Arsch. Erkundungs-Tsushimas. Karten und Aufzeichnungen verfügbar. Ja, die Frage ist, wo ist der Wind? Da, okay. Du sollst nicht auf deine Flöte flöten? Sollst reiten. Ah, wenn ich nach oben wische auf dem Dingsbums-Pad. Warte mal.
keine Ahnung. Ich habe ganz viele Spiele, die man spielen könnte. Die Frage ist nicht, was könnte man für Spiele spielen? Die Frage ist, was könntest du für Spiele spielen? Ich weiß ja nicht, was du alles hast. Okay, das ist eine Geschichte. Kriegskodex. Yuna sucht nach ihrem Bruder, einem Schmied namens Taka, der von den Mongolen gefangen wurde. Okay, schließe Geschichten ab, um irgendwas zu... Ja, wir kriegen da Belohnungen, wir kriegen da Sachen und so weiter und so fort. Das ist soweit ganz gut. Legende des Geistes. Okay, was haben wir hier? Mongolen-Sensei Ishikawa. Da kriege ich den Kurzbogen. Ist die Frage, was wir zuerst machen wollen. Ich würde gerne mal hier weitermachen. Dass ich einfach mal den Bogen vielleicht kriege. Uff. Mongolisches Gebiet. Warte mal. Emergency 4 und so weiter. Ja, ist nicht so meins. Machen wir das doch einfach mal, wenn es hier schon in der Nähe ist. Aber ich kann halt auch nicht viel machen. Folge dem leitenden Wind. Ja, das ist mir schon klar. Frage ist, sind es jetzt alles Feinde? Er will kämpfen. Och nee, ich bin doch da so schlecht. Mir, ihr zählt meine Tode mit. Gibt's eher. Hat denn da gerade jemand einen Pfeil und Bogen angeschossen? Ich kann doch da nicht ausweichen. Bei welchem Spiel war das, wo man mit A ausweichen konnte? Leise. Wie ein Kackhaufen. Im Wind. Wenn ich mit dir fertig bin, beiß ich dir deine Arme und deine Beine und fresse dir das Gesicht von deinem Körper. Dann bist du das kleine, arm- und beinlose, kopflose Etwas, was die Straße entlang rollt. Wie ein Kackhaufen im Wind. Ja, ich habe Venom geguckt. Fuck. Will zwar nichts sagen, aber... Danke. Bitteschön. Würde hier verschwinden. Wer weiß, was die machen. Könnt ihr noch was plündern? Ich finde zwar immer gemein, aber ich brauch's halt. Das war ein Scheißhaus früher. Willst du mal gesagt haben? Sollte ich nicht hier irgendwo einen Bruder finden oder habe ich jetzt einfach nur hier so eine olle Ische gerettet? Was war das denn? Was hast du, Juna? Ist gut, dass mir die Ausdauer brechen kann. Ja. Blöd gelaufen, Lümmel. Anführer getötet. Geil. Töte, beobachte weiter. Ja, ich will die nicht beobachten. Ich will töten. Töten, 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 töten. Töten, töten, töten. Ist das die normale oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist die normale Version. Du Lappen. Auf jeden Fall die Plus 18er Version. Steht aber nicht Uncut oder sonst was. Koop Mehrspieler-Modus. Legends ist im PS Store freizuschalten. Lol. Gut. Das ist die normale Version. Die habe ich gekauft.
Die habe ich mir bei Amazon gekauft. Ich wollte mir erst im Mediamarkt holen. Das sollte die 65 Euro kosten. Die PS4-Version. Ich mir so, ja, nein. Und habe ich mal bei Amazon geguckt. Da haben die es für 30 Euro verkauft. Wo ist Yuna? Wo ist Yuna? Ich habe Bock auf das Game bekommen und habe gerade gesehen, dass es zwei Versionen gibt. Bei Amazon, das, darum frage ich. Ich würde sagen... Also ich habe die genommen, weil sie günstig war. Weil ich die PlayStation 4 eigentlich nur wegen zwei Spielen geholt habe. Und ich mir dachte, ist mir eigentlich relativ wurscht. Hol dir die Uncut-Version, also why not? Why not? Tut jetzt auch nicht weh. Also wenn der Preis stimmt, ne? Also ich kann jetzt... Finde aber so, wie es aussieht. So wie es aussieht, ist das Spiel sein Geld wert. Sieht gut aus, macht Spaß. Bis jetzt zumindest. Kampfsystem ist okay. Warum okay? Einfach aus dem Aspekt her. Ich weiß immer noch nicht, wie ich fokussiere. So wie bei Dark Souls. Jin, du hast mich gefunden. Ja, immer doch. Dich rieche ich fünfmal gegen den Wind. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Also optisch ja. Da bin ich überrascht. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager. Foxy, warum regst du dich auf, Feuerwehrmann? Ich weiß, wo das ist. Sorry. Der Kriegerkodex. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Noch nicht. Aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Man kann hier was sammeln. Ich hoffe nur, dass der Bau- und Sammelfaktor nicht zu stark in dem Game ist. Ich meine, ich finde es okay, wenn man da was einbaut. Aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Also dazu sage ich ja auch ganz ehrlich, wie weit müssen wir laufen? Ja, komm. Man kann es in dem Sinne ein bisschen übertreiben. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Wenn man es zu viel hat. Bestes Beispiel, die Tomb Raider, die neuen Tomb Raider Spiele. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Ich wollte doch nur Vorräte mitnehmen. Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist... Einfach aus dem Aspekt her... Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht... Wenn man mal jetzt bedenkt, wie es halt lief, zum Beispiel Tomb Raider von 2011 oder 2013, da würde ich sagen, da war das Grinden und Sammeln von Sachen, war super. Hat Spaß gemacht, war mal ein anderes Tomb Raider, also damit hatte ich sehr, sehr viel Freude. Auch wenn es ein bisschen älter ist, kann ich es wirklich nur empfehlen. Zu meinem... War das 30. oder 25. Geburtstag? Nee, 25. Ich werde jetzt 33 im September. Ich weiß gar nicht, wann ich das bekommen habe. Ich habe von den Boys, auch der NKN war dabei. Und die haben mir erst so ein Hentai-Mauspad geschenkt. So ein richtig blödes, so ein Trash-Geschenk. So mit so einem Gelkissen drauf. Und deine Wunden? Und das war halt lustig. Aber das war dann auch nur so ein Live... Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Ich bin ja auch ein Samurai-Schätzchen. Da hast du wohl recht. War dann eher so ein Scherzgeschenk. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. Das ist so schön. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Wir haben mir dann die Game of the Year Edition geschenkt. Von Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider kam vorher. Und da musste man auch verschiedene Fälle sammeln, besondere Fälle sammeln und so weiter und konnte sich immer schöne Sachen daraus generieren. Und da hatte man zwar so ein paar Ankerpunkte, wo du halt alles Mögliche, wo du halt immer hingekommen bist, so Schnittpunkte.
Und das war okay. Und danach, als dann Shadow of the Tomb Raider rauskam, habe ich das gespielt. Und das war dann schon wieder zu viel. Also, der Kampf gegen den Jaguar bei Shadow of the Tomb Raider müsste auch auf YouTube irgendwie komplett einen Stream, habe ich in mundgerechte Hackfleischhäppchen, in schöne Mettbrötchenstücke verteilt und auf YouTube hochgeladen. Wenn auch nur vage zu sehen war, weil die Internetverbindung war teilweise echt grottig. Hab ich dann einfach... Ja, das war dann nicht so geil, weil du irgendwie gezwungen wurdest, nur einen Angelpunkt zu haben. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Und es war richtig Arbeit, alles zusammenzusetzen und irgendwie ein bisschen was zusammenzukratzen. Das hat so ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Spiel genommen. Ich habe das Gefühl, dass wenn du das zu sehr übertreibst, nimmt es die Geschwindigkeit aus dem Spiel raus. Und das fand ich bei Tomb Raider ultra schade. Ich hoffe jetzt allerdings, dass es das hier nicht ist. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Also nett, dass du hier so viel craften und sammeln kannst, dass du halt nichts anderes machst. Wir finden einen sicheren Weg. Und dementsprechend muss man als Entwickler immer so ein bisschen aufpassen. Ah. Hinten sind sie bestens geschützt. Okay. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Ja, dann ist es halt so. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Das mit den Knöpfen hat mir designtechnisch gut gefallen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Also, wenn ich Games analysiere und sage, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, bin ich knallhart ehrlich. Ich habe es selbst erlebt. Könnt ihr sicher sein und es ist mir egal, was die Firma dazu sagt. Diebe. Was ist ich sage, was mir gefällt und ich sage, was mir nicht gefällt. Und zwar in den ehrlichsten Worten ever. Egal, Etikette hin oder her. Wir führten Ordnung ein. Lieber ein ehrliches Arschloch und sagen, ey, das ist scheiße, anstatt... Ja, das ist schon ganz gut. Aber es geht noch ein Ticken besser. Und manchmal sterben wir deshalb. Und ja, darauf könnt ihr euch bei mir einstellen. Unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, warum leuchtet dein rechtes Auge, Mädchen? Das ist gruselig. Das ist das Bogenauge mit grauer Star. Nur andersrum. Dann umgehe ihn. Um meine Familie. Soll das Lichtreflexion sein? Und den Rest von deinem. Oder das ist ihre Pupille. Also, wenn es gewollt ist, ist es genial, weil ich darüber diskutiere und keine Ahnung habe, was ihr wollt, Entwickler. Warten wir, bis es dunkel ist. Wenn es nicht gewollt ist und Reflexion ist, dann nicht so optimal. Gut, für die YouTuber, macht's gut bis zum nächsten Part. Die Streamer bleiben einfach dran. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Part dann.